Hi Freunde, hier ist wieder euer Patrick von Auswanderung Sie Ungarn und heute soll es darum gehen, dass Ungarn sich eine weitere wichtige Quelle zur Energiesicherheit aufgebaut hat, wo dieses Jahr schon die erste große Menge ankommt. Wer die Quelle ist und was ankommt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, Freunde, die nächste sehr wichtige Quelle zur Energiesicherheit für Ungarn ist Kasachstan. Schon in diesem Jahr soll eine Rekordmenge von 630.000 Öl von Kasachstan nach Ungarn befördert werden. Die MOL wird dieses Jahr mit der Förderung vom Erdgas beginnen. Eine ungarische Delegation war ja jetzt vor kurzer Zeit in Kasachstan. Mit darunter natürlich der ungarische Premierminister Viktor Orban und der ungarische Außenminister Peter Szijjártó. Der ungarische Außenminister sagte bei dem Treffen, dass der wichtigste Punkt der Energiebereich ist, da es ja in den letzten Jahren zu sehr vielen verschiedenen Krisen gekommen ist und es dadurch schwieriger geworden ist, die Energiesicherheit zu gewährleisten. Die ungarische Regierung wird alles dafür tun, dass Ungarn Energie aus mehreren verschiedenen Quellen bekommt und so breit aufgestellt ist. Also, dass man das Gas nicht nur mehr aus Russland bekommt, sondern auch aus Kasachstan jetzt und mit Aserbaidschan hat man ja auch ein Abkommen und so weiter. Dass man da sehr unabhängig, sage ich mal, von einem Anbieter ist. So hat man verschiedene Anbieter, verschiedene Länder. Die Rolle von Kasachstan bei der Öl- und Gasversorgung wird in der nächsten Zeit sich vergrößern und sehr wichtig sein, meinte Peter Szijjártó. Es waren 15 Jahre Vorbereitung nötig und nun kann man die Erdgasförderung auf dem Gasfeld Karpowski in Kasachstan aufnehmen. Den wichtigen Erfolg hat man natürlich MOL und den Partnern von Kasachstan und von China zu verdanken. Peter Szijjártó sagte, ich zitiere ihn jetzt, mit dem Hochfahren der Förderung wird das ungarische Unternehmen Zugang zu rund 100 Millionen Kubikmetern Erdgas pro Jahr haben, die verarbeitet werden, bevor über den Verkauf entschieden werden kann. Die Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und Ungarn ist sehr wichtig, da die Öl- und Gasversorgung zur Sicherheit der Energieversorgung von sehr großer Bedeutung ist. In der Hauptstadt von Kasachstan wurde jetzt sogar schon eine Straße nach dem ungarischen Nationaldichter Sándor Petőfi benannt. Daran kann man sehen, dass Kasachstan Ungarn und auch die ungarische Kultur respektiert. Und sogar knapp 200 Gedichte vom ungarischen Dichter wurden jetzt in kasachischer Sprache veröffentlicht. Hieran sieht man ja jetzt, dass Ungarn alles dafür tut, um die Energieversorgung zu gewährleisten für die ungarische Bevölkerung und das ungarische Land und es nicht zu gefährden. Andere Länder spielen dagegen extrem mit dem Feuer, wie ich finde, und ausbaden und leiden muss natürlich wer? Die jeweiligen Menschen, die in den Ländern wohnen, wo die Politiker mit dem Feuer spielen. Ich finde, was Ungarn hier macht, das ist sehr, sehr gut, dass man wirklich den Energiesektor ja, voranbringt, dass man nicht mehr abhängig von einem Land ist. Es kann ja alles Mögliche passieren, siehe, was mit den Pipelines passiert und so weiter. Und es gibt ja noch gewisse andere Dinge, die passieren könnten. Und ich finde, da ist es extrem stark, dass man sich mit sehr, sehr verschiedenen Anbietern, verschiedenen Ländern zusammentut. Und auch wenn man sich mit irgendjemand vielleicht mal in die Haare bekommt oder man irgendwas nicht mehr darf oder das Land sagt von sich aus, wir wollen mit euch nicht mehr zusammenarbeiten, wäre das dann überhaupt kein Problem, da man ja breit aufgestellt ist und dann sagen kann, ja, wir haben ja noch den Anbieter, wir haben noch den Anbieter oder
das Land und dieses Land, mit dem wir einen Vertrag abgeschlossen haben, und wir bekommen bis dann und dann noch so und so viel Kubikmeter Gas oder wir bekommen so und so viel Liter Öl noch von denjenigen. Und ja, damit kommt man dann extrem weit und da kann auch mal ein kalter Winter kommen. Man hat überhaupt kein Problem, aber einige Länder, denke ich, sie bekommen extreme Probleme, wenn ein kalter Winter bevorsteht oder kommt. Und wenn der Winter kommt, wird das Gas nicht mehr reichen. Und ja, dann wird es zu extremen Engpässen kommen, wo man dann vielleicht nicht mehr die Heizung hochschrauben kann oder sowas. Oder auch mit dem Öl und so weiter. Es ist ja auch schon im Gespräch, dass vielleicht manche nächstes Jahr extreme Probleme haben werden und auch mit den Diesel und Benzin, mit dem Kraftstoff extreme Probleme bekommen. Und ja, ich finde, man sollte dort sich wirklich, wie das Ungarn hier jetzt macht, breit aufstellen und so kommt man sicher über die Runden, braucht keine Angst haben, man lebt nicht gefährlich damit. Und ja, ich finde wirklich, das ist der beste Weg, den man einschlagen kann. Und für den es auch für die eigene Bevölkerung, für die eigenen Menschen im eigenen Land sehr gut nach vorne geht und die Menschen auch keine Angst haben müssen. Ja, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr zu der Sache steht, was ihr dazu sagt, ob es besser ist, sich dort breit aufzustellen oder ob es besser ist, nicht mehr sich so breit aufzustellen und ja, wie das einige Länder machen, mit Sanktionen arbeiten und dann lieber in Angst und Gefahr zu leben im Endeffekt, dass man, wenn ein harter Winter kommt, extreme Probleme bekommt oder man muss es dann sehr teuer einkaufen und wenn man das sehr teuer einkauft, ja, dann kann man sich ja vorstellen, was passiert, wer bezahlt das alles? Natürlich der arbeitende Mensch, die eigene Bevölkerung. Und ja, so wird alles immer teurer für die Menschen. Und ich finde, ja, das gibt dann nachher irgendwann einen großen Knall. Irgendwann geht das alles nicht mehr. Und ja, im Endeffekt ausbaden muss es natürlich wie immer dann der kleine Mann. Ja, ansonsten soll es jetzt gewesen sein. Folgt mir noch auf Getter und auf Telegram. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen. Teilt meine Videos und meinen Kanal. Und ansonsten soll es jetzt gewesen sein. Euer Patrick von Auswanderungssee Ungarn. Macht's gut. Ciao, ciao.